Wir sind hier in der Nähe der Plätschmühle, vor uns die große Pferdekoppel. Da hinten die Plätschmühle, eine ehemalige Wassermühle. Und wenn man dann weiter schwenkt, sieht man hier eine Böschung. Unten beginnt das Naturschutzgebiet Große Lache. Und hier oben haben wir den ehemaligen Kiesweg, wird immer noch genutzt. Und da gibt es halt Überlegungen, um die Trennung zwischen Badestrand und Naturschutz besser hinzubekommen, den Weg möglicherweise ein Stückchen in die Böschung zu verlegen. Und weiter geschwenkt, runter zum See, da wo jetzt die Arbeiten noch laufen, um die Böschung anzulegen. Und den zukünftigen Badestrand, man sieht hier schon die flachen Uferregionen. Und es geht weiter zum schon bestehenden Parkplatz, der jetzt schon genutzt werden kann, zum Fahrradfahren, Wandern und für die Naherholung.